glaube, ich versuche jetzt einfach, ja, von dieser Seite hochzukommen. Also komm, Link, komm! Und... Oh mein Gott, nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Ich hab's nicht geschafft. Mist. Was? Was? Ich bin abgesoffen? In was? Im Fuß hohem Wasser? Aha. Okay. Ist mir auch neu. Dass man da absaufen kann, aber okay. Okay. Komm jetzt, lass los. Du musst doch da nicht klettern. Du musst da nicht klettern. Ja, anders komme ich da jetzt nicht mehr rauf. Ich bin jetzt wirklich in eine Sackgasse gelaufen. Aber wirklich. So, komm, Link. Zack. Und bam. Und bam. Und bam. Okay, ich versuche es jetzt, glaube ich, wirklich von der anderen Seite. Ich glaube, da wird es schneller gehen und auch besser. Hier kann ich auf jeden Fall stehen. Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja, WTF. Wieso kann ich da nicht stehen? Also bitte. Normalerweise wäre ich da locker in der Lage gewesen zu stehen. Und hoch. Ja. Schleichlinge. Sehr schön. Oh, da ist eine Öffnung. Da ist eine Öffnung. Was? Dass wir sowas auch noch finden. Was? Ich kann mir das eigentlich fast nicht vorstellen. Ach komm. Ach komm. Das Reiseschwert zerbricht. Ja, dann nimm halt ein anderes Schwert. Nimm doch ein anderes Schwert, Link. Wieso macht er das immer mit mir? Was hat er nur davon? So, okay. Und bam. Bam. Alles klar. Offen ist es. Oh mein Gott, wie viele Goodies hier gibt. Wuhu. Ein Saphir. Oh Gott. Der ist bestimmt wertvoll. Der ist bestimmt sowas von wertvoll. Oh, geil. Bernstein auch noch. Ja, sehr schön. Rösttrüffel. Wahnsinn. Daraus kann man bestimmt irgendwas sehr, sehr Gutes machen, oder? Was gibt's da drin? Na, gibt's da was? Grillwild. Aber hier ist eine düstere Atmosphäre. Seht ihr das? Oh nein. Oh nein, der Blutmond. Blutmond? Ich hoffe nicht. Ein Opal? Ja. Es wird wieder düster. Es wird wieder düster. Nochmal der Blutmond. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Und alle sind wieder da. Super. Sei auf der Hut. Ich habe alle getötet und die sind alle wieder da. Na, großartig. Wunderbar. Und ich denke mir, wieso wird die ganze Zeit diese Musik so düster? Aber hier drin ist sowieso schon so eine schaurige Atmosphäre, oder? Also sieht zumindest so aus. Die ganze Zeit diese schwarze, oder hat es jetzt wirklich was mit dem Blutmond zu tun gehabt? Hier ist immer noch irgendwo ein Schrein. Vielleicht auch da drin. Nochmal ein Saphir. Das ist hervorragend. Das ist hervorragend. Und ein Leuchtstein. Alles klar, soll ich den mal zu so einer, ja, Kosmetikerin bringen? So eine, wie heißt's? Designerin. Kosmetikerin, wie komme ich denn auf sowas? Ein Feuerschwert. Was? Ein magisches Schwert, das in der Lava des Todesberges geschmiedet worden sein soll. Schwinge es, wenn die Klinge rot leuchtet, damit es Feuer speit. Hahaha! Was für ein Special Price, oder? Hätte ich mal gesagt. So, komme ich jetzt da oben irgendwie weiter? Bestimmt. Gibt es hier noch mehr so geile Orte, wo man sowas findet? Ach, Link, kannst du jetzt nirgendwo hier stehen? Doch, hier. Doch. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben. Okay, irgendwie müssen wir weiter nach oben. Irgendwie wird es wahrscheinlich möglich sein. Ja, hier. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, Kollege. Ganz ruhig. Ja, wir sind schon fast oben. Wir hätten es schon fast geschafft. Sei denn natürlich, hier gibt es noch irgendwas. Ja, hier gibt es irgendwo einen Schrein, aber wo? Wo zum Teufel ist der? Hier vielleicht festhalten? Nein? Okay, Link kann sich da nicht festhalten. Oh mein Gott! Ich werde noch echt... Das ärgert mich jetzt. Woanders komme ich jetzt auch nicht mehr ran. Oder? Also es gibt nirgendwo eine Stelle, wo ich mich noch festhalten könnte. Ja, ich weiß, dass da oben was ist. Aber ich sollte auch da irgendwie hochkommen, oder? So, da kann ich auf jeden Fall stehen. Hier kann ich auf jeden Fall stehen, ja. Okay. Da oben hätte ich doch auch stehen können.
So, mal gucken. Okay. Mal langsam nach oben. Vielleicht bringt es ja ein bisschen mehr. Nee. Bringt nichts. Bringt absolut nichts. Das darf doch nicht wahr sein. Ich will doch da bloß hoch. Mehr verlange ich doch gar nicht. Okay, dann klettern wir eben langsam. Durch langsames Klettern haben wir ja schon einige schwierige Sachen überwunden. Sollte das natürlich jetzt nicht klappen, werde ich aufgeben. Auf jeden Fall. Aber da oben könnte es theoretischerweise... Könnten wir safe sein. Sieht zumindest gut aus. Ja, es sieht gut aus, Aber da oben ist wieder kalt. Und windig. Und ich schaff's nicht. Ich schaff's nicht, oh mein Gott. Ich komm da nicht hoch. Egal was ich mache. Vielleicht da hinten noch? Irgendwie eine Wahl? Nee, auch nicht. Oh mein Gott. Okay, nochmal so ein Versuch. Nee, keine Chance. Ich komme da nicht hoch. Das heißt, ich muss wieder alles außenrum. Was? Kann ich mich hier irgendwo nahe hin teleportieren? Geht das irgendwie? Hier gibt es auf jeden Fall einen Schrein, aber ich komme da nicht weiter. Ich bin jetzt hier alles zu Fuß gelaufen. Ach, come on. Ja, dann geht's eben wieder nach unten. Oh, der Schrein regt mich auf. Wo ist der bloß? Ja, als ob, klar. Als ob der von da unten schießen würde. Ja, sicherlich. Es ist schon wieder abends? Ja, es ist schon wieder Nacht. Na, großartig. Solange der Grizzly Bear jetzt nicht mehr kommt und mich hier töten will, ist alles okay. Dieser verdammte Blutmond. Oh mein Gott. Boah. Ich habe gar nicht gesehen, dass es da runter geht. Was? Okay. Was, ich bin hier auch nicht safe? Ich bin nirgendwo safe. Ich bin wirklich nirgendwo mehr safe. Der ganze Berg ist eine Tortur. Es ist echt schlimm. Ja, ja, ist ja gut, Link. Ist ja gut. Verschnauf mal, Junge. Okay, hier vielleicht. Nein. Überall nein. Ich komme nirgendwo hoch. So, weg mit dir. Ah, was mache ich denn jetzt? Ich werde wahrscheinlich wieder da lang müssen. Habe ich leider keine andere Wahl. Und wenn das jetzt nicht schneller geht, werde ich noch sterben. Ja, als ob kurz vor Land kann der sich nicht abstützen. Kurz vor Land! Da oben ist ein Schrein. Aha. Aber da ist auch noch einer. Aber ich komme da nicht hin. Da hinten würde ich... Da würde ich hinkommen, oder? Ich weiß es nicht. Ja gut, was bleibt mir anderes übrig? Ich muss ja da lang. Oh Gott. Oh mein Gott. Jetzt sterbe ich gleich wieder, weil unten ist Wasser. Nee, doch kein Wasser. Ich dachte schon. Ja, aber jetzt kommt Wasser. Ach, come on. Es ist doch einfach nur zum verrückt werden. Nee, komm. Setzen wir dem Spuk ein Ende. Wo ist der Turm? Hier. Ja gut, dann muss ich ja wieder alles laufen. Das ist ja auch Blödsinn. Aber ich komme da nicht weiter. Was ist denn hier? Gar nichts. Da bin ich wieder wie vorher. Okay. So. Ich muss auf jeden Fall jetzt auf die rechte Seite. So. Oh mein Gott. Na.
sowas von dumm! Link! Was machst du da ständig? Soll das ein Witz sein? Okay, nochmal. So. So, okay. Kurz verharren und Attacke. Komme ich da noch höher eigentlich? Nein, komme ich nicht. Und ich habe es schon wieder nicht geschafft, da hochzukommen. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, jetzt geh doch da hoch. Ist doch jetzt nicht so schwer, oder? Okay. Okay, dann lasse ich das jetzt mit den Experimente. Bleib jetzt einfach hier kurz stehen. Und genieß kurz meine Genesung. So, und jetzt aber. Jetzt aber runter. Gut. Das heißt, ich muss auf den anderen Berg. Oder was gibt's da oben? War ich da oben schon? Nö, gibt's gar nichts. Ich muss auf den Berg. Ne, beziehungsweise auf den Berg. Okay. Ja gut. Werden wir das mal versuchen. Vielleicht geht das ja ein bisschen besser. Na, leider habe ich die nicht erwischt. Okay, ich dachte schon, ich kann die vielleicht treffen, aber nee. Nee, die sind mir einfach zu schnell. Aber da war ich doch vorher schon. Ach, schon wieder die. Okay. Schießt da gleich nochmal. So, was gibt's hier? Eine Maxi-Rübe. Nehme ich doch gerne mit. Klar. Ah, diese Bergsteigungstouren, die machen mir langsam keinen Spaß mehr. Dass auch alles da auf den Bergen sein muss. Ich muss auch wirklich immer alles austesten und so. Ist auch ein bisschen mein Fehler. Wie zum Teufel soll ich denn da hochkommen? Also bitte, wo soll ich mich da festhalten? Das ist genau dasselbe Spiel wie gerade eben. Habe ich das gleiche Problem. Ja, wobei, da komme ich vielleicht ein bisschen besser rauf. Weil der eine Berg, der war ja spiegelglatt. Also da konnte man sich wirklich nirgendwo irgendwie ansatzweise verhaken. Aber hier sieht es schon ein wenig besser aus. Stopp. Langsam, Link. Jetzt von mir aus. Gerne weiterklettern. Und geschafft. Geschafft, aber hier oben wird es, glaube ich, wieder kalt, oder? Da oben ist auf jeden Fall ein Schrein. So, die Temperatur ist noch normal. Fängt aber, denke ich, gleich an zu sinken. Wenn das so weitergeht. Da oben leuchtet schon wieder irgendwas. Vielleicht gibt es ja wieder was Interessantes. Vielleicht. Vielleicht. Okay, ja, hier oben ist es noch nicht so kalt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, hier fängt es wirklich an, richtig zu schneien. Aber leider nicht. Oh, was heißt leider? Ja, es hat dieses Jahr, glaube ich, genug geschneit in Deutschland. Das richtige Schneechaos. So, mitnehmen. So, der Schrein war jetzt hier drüben irgendwo, oder? Ich habe den doch von da drüben gesehen. Das heißt, er muss ja irgendwo hier sein. Komm schon, Schreini, Schreini. Wo bist du? Da oben ist nochmal einer. Okay. WTF, wie viele Schreine gibt's hier überhaupt? Oder war der jetzt nicht hier? Doch, da. Okay, aber da muss ich erst auf den Berg. Ah, schon wieder bergsteigen. Aber ich glaube, ich suche mir jetzt einfach einen besseren Weg. Hätte ich mal behauptet. Ja, das schaffe ich nie. Lass los. Wobei, ja, ich wollte gerade sagen, wenn er jetzt stehen bleiben würde, würde ich es sogar schaffen. Ja? Oh, komm. Nein, ein ganz kleines Stück hat gefehlt. Okay. Okay. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. Ich brauche nur eine geeignete Stelle. Oder ich kletter einfach ganz normal. Dann müsste ich es eigentlich perfekt hinkriegen. Mhm, mhm. Es sieht bisher gut aus. Es sieht gut aus. Bleib dabei, Link. Ich glaube an dich. Wenn es Prinzessin Zelda nicht tut. Aber ich glaube an dich, mein Freund und Helfer. Ja? Ja, mit normalen Klettern funktioniert es. So, eine wunderschöne Aussicht. Waren wir hier nicht schon? Ich glaube, wir waren hier schon. Und da hinten sehe ich trotzdem keinen Schrein. Obwohl es da immer gepiept hat und geklingelt hat, aber hier sehe ich gar nichts. Nö.
Also was mir immer mir das auch angezeigt hat. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin jetzt gerade völlig überfragt, ganz ehrlich. So. Dann hier hoch, ja. Danke. Schon wieder Schrein in der Nähe. Ja, ich weiß, den habe ich schon gesehen. Aber es wird langsam kälter hier. Das heißt, ich ziehe mal meinen Winterwams an. Gut. Ja, jetzt ist mir wenigstens nicht mehr so kalt. Super. Zum Glück haben wir das von dem Opa bekommen. Oder vom König von Hyrule eher gesagt. Nicht von dem Opa. Ja, der Opa war ja König von Hyrule. So, dann muss der hier irgendwo sein, oder? Oder? Jetzt bin ich wirklich tief ins Gebirge gelaufen. Nur um den Schrein zu finden. Wo ist er denn jetzt? Da hinten ist auf jeden Fall ein Turm. Da müssen wir sowieso als nächstes hin. Ach komm, der ist doch hier irgendwo. Verkackeier mich jetzt nicht. Hä? Wo ist denn der? Ist das ein Witz? Ich glaube nicht. So, also in der Richtung ist schon mal falsch. Ach, der ist da drüben. Ach, der ist da drüben. Der ist auf dem anderen Berg. Verflucht! Bin ich jetzt umsonst gelaufen? Ja. Aber wir können da auf jeden Fall rüber segeln. Das sollte ja kein Problem sein. Nur wie ich da hinten wieder hinkommen will, keine Ahnung. Über das habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ja, ist ja gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. Das hört nicht auf zu klingeln. Ich könnte es ja ausmachen, aber dann könnten wir eventuell ein paar Schreine übersehen. Und das wollen wir ja nicht. So, hoch, hoch und nochmal. Perfekt. Und gleich nochmal das ganze Spiel. Oder? Oder kommen wir da schon hin? Naja, klettern wir mal auf den Gipfel. Vielleicht gibt es ja da irgendwas Interessantes noch. Oh mein Gott, hier windet es ein bisschen. Ein bisschen. So. Ach, gibt es hier wieder einen, so einen Krog? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Ui, du hast mich entdeckt. Noch ein Krog-Samen. Tschüssi. Na, tschüss. So. Da müsste ich ja theoretisch mit meinem Parasegel hinkommen, oder? Ja, und genauso ist es auch. Genauso ist es auch. Aber der Schrein liegt wirklich extrem im Verborgenen. Es ist doch abartig. Es ist doch einfach nur schlimm, hey. Es ist schlimm. Schiebe Nyasu-Schrein. Okay. Okay. Aber ich glaube, das ist jetzt der letzte Schrein, den wir in der nächsten Zeit machen. Es sei denn, wir begegnen einem ganz spontan. Weil ich will jetzt eigentlich mal ein bisschen mit der Story weiterkommen. Und bisher sind wir jetzt eigentlich nur in Schreinen gewesen und waren auf dumme Türmen und Bergen. Aber ansatzweise zum nächsten Punkt sind wir noch nicht gekommen. Wir lassen uns auch immer von irgendwas abbringen. Wirklich. Es ist ein sehr, sehr großes Problem im Breath of the Wild, dass man einfach von allem abkommt. Einfach komisch. Einfach komisch. Gut. Einfach durchatmen. Und dann legen wir los. Oh nein. Okay, Shibe Nyasu ist unser nächster kleiner Gott. Doppelte Erinnerung. Okay. Schauen wir erstmal, was wir machen müssen. Zwei Schreine sind ineinander verbunden. Des einen Lösung ward im anderen gefunden. Doch vor Beginn prägt dir alles gut ein, sonst verlässt ratlos du den Schrein. Okay, zwei Schreine sind miteinander verbunden. Ich glaube, ich sollte mir ja erstmal einen Überblick verschaffen. So, aber was sollen wir hier machen? Okay, was sollen wir hier machen? Das ist ein bisschen kompliziert gerade. Es sind auf jeden Fall sehr viele Kugeln, sehr viele Felder. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da oben vielleicht was Besseres sehen oder vielleicht auch noch einen Hinweis darauf bekommen. Aber ich denke nicht. Sieht auf jeden Fall nicht gut aus. So. Also, wie sind wir denn aufgestellt? Okay, okay, okay. Ja, sollen wir das jetzt einfach verkehrt herum machen, oder? Hä? Ich kapier's nicht. Es ist wahrscheinlich wieder so offensichtlich, dass ich es nicht verstehe. Okay, was soll ich denn überhaupt machen? Es sind auf jeden Fall zwei Schreine in einem verbunden. Das eine Lösung ward im anderen gefunden.
Aber wie komme ich... Was soll ich tun? Gibt's sonst noch irgendwas, was ich begutachten könnte? Oder eher nicht? Nö. Gibt's nichts. Okay. Vielleicht sollten wir einfach die Reihenfolgen wechseln. Also... Ach komm, ich versuch das jetzt mal. Ich versuch das jetzt mal, ob das funktioniert. Auf jeden Fall überall da sind so Punkte drin. Aber ich glaube, die kommen auch bloß von dem Licht, oder? Ja, da ist auch sowas vom Licht. Ich versuche das jetzt einfach mal umgekehrt. Oh Gott. Das kommt davon, wenn man sein Modul nicht wechselt. Okay. Ach, das kommt gar nicht raus mit dem. Ja, das ist ja jetzt blöd. Hä, wie soll ich die dann rauskriegen? Ach, ich kann das ja nehmen. Ich kann es ja nehmen, stimmt. Die Kugeln sind ja klein. Okay. Dann werden wir das jetzt genauso nur andersrum machen. Bin ich mal gespannt, ob das was bringt. Wenn das natürlich nichts bringt, haben wir Pech gehabt. Mhm. Okay. Noch zwei Stück. Ich tausche sie einfach mal komplett aus. Okay. Da rein. Dann den hier rüber. Ja. Und den hier da vorne rein. Okay. Und jetzt? Hat es gar nichts gebracht. Sehr, sehr schlecht. Was soll mir das sagen? Also so ein Rätsel ist jetzt wirklich schwierig. Ich schaue mir das jetzt nochmal an. Also ich versuche nochmal langsam mitzukommen. Zwei Schreine sind einander verbunden. Des einen Lösung ward im anderen gefunden. Okay, doch vor Beginn prägt dir alles gut ein, sonst verlässt du ratlos den Schrein. Muss ich da vielleicht erst einen Hebel aktivieren oder so? Ich kapiere das irgendwie nicht. Ich kapiere das nicht. Ich weiß ja, wie es war. Es war ja genau so, aber halt alles umgekehrt. Weil ich habe ja jetzt alles verändert. Und deswegen... Ich versteh's nicht. Wahrscheinlich hocke ich jetzt wieder so auf dem Schlauch, dass ich es einfach nicht kapiere. So. Nochmal zurück das Ganze. Also sie sind einfach immer nur seitenverkehrt. Das ist ja jetzt nicht schwer. Also eine Kugel ist immer rechts, eine links und immer im gleichen Feldabstand. Also von dem her... Okay. Was muss ich tun? Hä? Bleib da drin. Ist da hinten vielleicht noch irgendwas? Nö. Kann mir nichts weiterhelfen. Hier kann mir absolut nichts weiterhelfen. Was soll mir das sagen, das Muster? Was? Ich versteh's nicht. Vor allem, es sind 25 Felder. Zum was einsortieren. Was wollen die von mir? Was? Von oben kann man nichts sehen. Und so? Ja gut, ich könnte allerhöchstens mal versuchen, eine Bombe reinzuwerfen, aber das wird mir nichts bringen. Das wird mir... Was bringt mir das bitte? So, vielleicht bringt ja das was. Oder? Und? Oh mein Gott! Jetzt habe ich die eine Kugel vertauscht. Okay. Gut, die eine hat es komplett rausgesprengt. Ha, okay, meine Freunde, ich würde sagen, den Part verschieben, also den Teil verschieben wir dann auf den nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und bis bald und tschüss.